Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Werkzeugcheck hier auf meinem Kanal. Wer meine Videos schon länger schaut, gerade auf meinem Hauptkanal, wird sehen, dass ich fast nie Handschuhe anhabe. Weil ich jetzt im Moment relativ viel mit Metall arbeite und mir es tatsächlich auch so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, dass meine Hände immer voller Öl waren, wenn ich was in der Kaltkreissäge geschnitten habe. Oder einfach nur beim Schweißen zum Beispiel, denn dafür habe ich die Handschuhe auch benutzt, gerade nur wenn ich ein paar Punkte gesetzt habe. Ohne Handschuhe ist es natürlich total dumm und auch nicht gut und man verbrutzelt sich relativ oft, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe wirklich mal coole Handschuhe gesucht, die günstig sind natürlich und halt auch wirklich gut performen. Und aus dem Grund stelle ich euch einfach mal die Handschuhe vor, die ich mir jetzt gekauft habe. Und das sind zuallererst mal 10 Paar. Das bedeutet relativ günstig. Ich habe auch hier halt einfach wieder die günstigsten ausgesucht. Und ich habe mir einfach mal überlegt, ich benutze die jetzt mal bei einem großen Projekt und kann euch dann zeigen, wie lange sie halten, was mir gut aufgefallen ist, was halt hier wirklich, wirklich gut ist. Und genau, ich zeige jetzt mal die Handschuhe. Wir sehen hier einmal die Handschuhe, die ich jetzt für ein Projekt benutzt habe. Ich zeige doch gleich das Projekt, was ich gebaut habe. Und ich werde sie jetzt erstmal anziehen, damit du siehst, wie sie jetzt aussehen. Also zur Größe sage ich gleich was und warum sind hier erstmal so viele Löcher drin. Ich habe mit diesen Handschuhen relativ viel geschweißt. Ich habe viele Punkte gesetzt, wo es dann in meinen Augen nicht so wichtig war oder nicht so ideal ist, mit solchen klobigen Lederhandschuhen zu arbeiten, weil ich halt relativ filigran schweißen musste. Das bedeutet, hier sind relativ viele Risse drin, weil ich damit sehr, sehr viel geschweißt habe. Die würde ich jetzt auch nicht mehr anziehen, weil die sind jetzt wirklich drüber. Aber also man hat schon relativ lang an so ein paar Handschuhe. Ich habe mit diesen Handschuhen quasi hier dieses komplette Projekt gebaut. Ihr seht, das sind wirklich einige Teile. Das ist nämlich ein Schiebetisch für meine Tischkreissäge. Das war wirklich ziemlich, ziemlich viel Arbeit, ziemlich viel Schneiden, sehr, sehr viel Schweißen. Hier seht ihr auch einige Hefter, die ich gesetzt habe mit diesen Handschuhen. Also relativ viel filigrane Arbeit. Das habe ich mit diesen Handschuhen getan. Das Projekt ist auch so gut wie fertig und die Handschuhe sind jetzt auch in dem Fall kaputt, weil ich will diese Handschuhe natürlich länger benutzen und nicht wie in der Industrie oder wo man es halt eventuell auch kennt. Man zieht ein paar Handschuhe an und behandelt sie quasi wie Einweghandschuhe. Ich benutze die Handschuhe wirklich, bis sie halt echt komplett durch sind. Der hier ist eigentlich noch gut, das heißt, den hier würde ich auch noch aufheben. Das hier ist die Größe 48 bis 101. Ich glaube, das müsste die Größe M oder L sein. Ich werde euch die Größe, die ich anhabe, werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Ich würde sagen, ich habe relativ normale Hände, keine übergroßen oder keine extrem kleinen Hände. Und hier passen sie wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also man hat auch ein sehr, sehr gutes Fingerspitzengefühl, gerade wenn man Schrauben installiert oder festzieht. Und von daher ist das für mich die ideale Größe. Also wie gesagt, der Handschuh hier ist auf jeden Fall durch, hat aber auf jeden Fall seine Dienste getan. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, beziehungsweise zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Ihr könnt mit diesen Handschuhen euer Handy nicht wirklich bedienen. Manche Handschuhe können das, diese Handschuhe hier können das nicht. Es gibt, wenn ihr euch diese Handschuhe hier anschaut, noch diese grauen Handschuhe, die haben eine sehr, sehr dicke Beschichtung, die habe ich damals, als ich noch in einer anderen Firma gearbeitet habe, hat man die benutzt, um sehr, sehr ätzende oder sehr, sehr hautangreifende Flüssigkeiten zu handeln. Das bedeutet, in den meisten Fällen braucht er das nicht. Deswegen macht es auch nicht so wirklich viel Sinn, sich die Handschuhe für, ich glaube, 100 Euro kosten, das 25 Stück zu kaufen. Eine Sache, die mir aber sehr, sehr positiv aufgefallen ist bei den Handschuhen, ist einfach, wenn ihr etwas Öliges angreift, dass die Handschuhe nicht ölig bleiben. Wieso ist mir das aufgefallen? Ich habe hier eine Kaltkreissäge stehen, die ich mit Öl betreibe bzw. mit Öl schmiere. Das heißt, der Sägeschnitt wird permanent mit einer Ölpumpe mit Öl besprüht oder quasi begossen, damit der Schnitt besser wird und das Sägeblatt nicht so schnell verschleißt. Damit habe ich halt immer die öligen Teile weggenommen, habe sie sauber gemacht und nach dieser ganzen Schneiderei und sind die Handschuhe nicht ölig. Klar, es ist Öl drauf, wenn man Öl anpackt, aber wenn man dann ein bisschen arbeitet, dann keine Ahnung, das Öl ist nicht mehr dran und das kommt natürlich ganz, ganz gut, weil ich eine Kamera immer betreibe und die jetzt auch nicht voller Öl ist. Also ich kann euch nicht sagen, warum das so ist, aber es ist so und zwar ist es ziemlich cool. Also wenn ihr viel mit Öl arbeitet oder wirklich sehr, sehr viel dreckige Materialien angreift, ist das gut. Das Öl bleibt hier nicht drauf, das heißt irgendwann, ihr wisst, was ich meine, das Öl bleibt hier nicht drauf, das Öl tropft hier irgendwann nicht runter. Sehr, sehr, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das so bei denen ist. Also, ich packe euch das Ganze mal in die Videobeschreibung. Nochmal kurz, weil es eigentlich, glaube ich, ganz witzig finde. Mein Vater hat immer so ein bisschen mit mir gemeckert, so, wo sind dann schon wieder deine Handschuhe? Ich so, ich habe gar keine Handschuhe mehr. Und deswegen habe ich mir endlich mal welche gekauft. Denn wirklich gerade, wenn man viel mit Metall arbeitet, bei Holz finde ich nicht immer so wichtig.
Aber bei Metallbearbeitung sind so ein paar gute Handschuhe echt Gold wert. Die hier sind echt günstig gewesen. Wie gesagt, der Preis variiert immer. Die haben glaube ich 16 Euro gekostet und das ist wirklich vollkommen okay. Übrigens zur Größe, das ist die Größe 8, die ich benutze und für meine Hände ist das wirklich perfekt. Also, ich packe euch die Handschuhe mal in die Videobeschreibung. Ich packe euch auch mal die anderen Handschuhe, die ich angesprochen habe, in die Videobeschreibung. Wie gesagt, ich habe vorher in der Industrie gearbeitet, wo man sehr, sehr viel mit KSS, relativ aggressives KSS, Kühlschmierstoff war das. Dort hat man halt eben diese spezielleren Handschuhe benutzt. Dort ging halt eben die Flüssigkeit nicht so wirklich durch. So in etwa war es, glaube ich. Aber für solche Arbeiten, wenn er mit scharfkantigem Material arbeitet, sind die hier wirklich vollkommen okay. Es geht ja nicht irgendwie drum um irgendwelche Sicherheitsdatenblätter, sondern wie ich damit gearbeitet habe. Das ist sowieso das Konzept von diesem Kanal. Ich habe damit sehr, sehr viel gearbeitet und fand es sehr gut. Also, ich packe euch die Teile in die Videobeschreibung und wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.